Hallo Welt und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei eurer Jules. Nein, nicht auf meinem Kanal, Quatsch! Mit der Jules auf dem Kanal von Lee Martin German HD. Ja, wer mich kennt, der kennt mich. Und wer mich nicht kennt, der hat Pech. Nein, natürlich nicht. Wer mich nicht kennt, ich bin Jules, 30 Jahre alt, verheiratet mit Lee Martin German HD, der sich gerade eine kleine Auszeit nimmt. Leute, er ist gerade ein bisschen down, ein bisschen fertig vom Tag, von den letzten Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, bis zu seiner Kindheit hinab. Nein, das war natürlich Spaß. Er braucht einfach ein bisschen Ruhe, ein bisschen Pause. Deswegen mache ich für euch dieses Video heute. Wer keinen Bock auf mich hat, kann mich einfach abschalten. Wer Bock drauf hat, der hört sich dieses Video auf jeden Fall an. Heute geht es um die PlayStation 5. Ja, ihr habt richtig gehört, PlayStation 5. Sony hat bekannt gegeben, dass die PlayStation 5, so auch genannt wird, und im Herbst 2020 rauskommen wird. Leute, ist das geil oder ist das geil? Was noch richtig geil ist, Sony, Sony verspricht innovativen Controller. Vom Aussehen her und von der Leistung her haben die noch nicht so viel gesagt, aber von den Controllern. Und Leute, das ist wirklich ein Schmuckstück. So sollen Spieler nämlich künftig ein sogenanntes haptisches Feedback erhalten, das viel komplexer ist als das einfache Rumpeln von Sonys bisherigen Eingabegerät. Das bedeutet, ihr habt dieses komische Vibrieren nicht mehr, sondern dadurch soll es sich für den Spieler in der Hand deutlich unterscheidbar anfühlen, ob auf dem TV-Bildschirm gerade ein Rennauto in die Bande kracht oder ein Footballspieler auf dem Feld umgerannt wird. Auch wird man erkennen eigentlich, ob eine Spielfigur gerade über eine Wiese streift oder im tiefen Matsch läuft. Zudem sollen zwei Tasten auf dem PS5-Controller so konzipiert sein und so angepasst werden, dass man zum Beispiel, wenn man gerade mit einer Flinte irgendwo rumballert oder einen Bogen spannt, dass diese Knöpfe richtige Spannkraft haben, also dass man richtig den Druck merkt, ja. Schätzungsweise liegt die PlayStation nach Spekulationen von zigtausend Seiten zwischen 600 und 800 Euro, wo ich sage, boah, das ist eine halbe Wohnungseinrichtung, ja. Weitere Details zur Technik, Aussehen, Preis, verriet Sony natürlich nicht, ist ja klar, Leute, ne? Die sagen immer nur etappenweise etwas, kündigte jedoch aber an, im kommenden Jahr schrittweise weitere Informationen zu veröffentlichen. Leute, krass oder krass? Die haben sogar schon an Spielemacher die Controller geschickt, damit diese Spielemacher die Controller sich angucken können und die Spielemacher direkt die Spiele schon so produzieren, dass die für diesen PlayStation 5 Controller gemacht sind. Ist das geil oder ist das geil? Ich finde das einfach mega, ja. Was habt ihr gehört? Was wünscht ihr euch an der PlayStation 5? Preis ist natürlich Wucher, kann sich nicht mal eben jeder leisten. Muss man natürlich so ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das soll ja die Grafik alleine, die soll ja schon wirklich richtig sein wie so ein richtiger PC. Und ich glaube, dass viele PC-Spieler schon so ein bisschen verblassen werden, wenn sie die PlayStation 5 sehen. Ich als Konsolenspieler muss ganz ehrlich sagen, dass ich mir die PlayStation 5 wahrscheinlich nicht holen werde, weil ich an meiner PlayStation 4 unheimlich hänge. Mein Mann wird sie sich aber definitiv holen und da bin ich auf jeden Fall übelst gespannt. Werde natürlich auch ein bisschen dran rumspielen, was für Spiele, was für Grafik und allem drum und dran, was da rauskommt. Ich bin mega gespannt und mega gehypt auf die PlayStation 5. Ihr könnt alle auf jeden Fall richtig gespannt sein. Wenn es weitere News gibt, wird euch der Lee auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ich bin mit dem Video jetzt erstmal fertig, wünsche euch noch einen richtig geilen Tag und damit ist die Jules für heute raus.